Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn man von Basel oder Zürich nach Bern fährt oder umgekehrt, dann kann man bei der Ausfahrt Kirchberg das grosse Gebäude im Grünen, das mit Gob Käsezentrum angeschrieben ist, nicht übersehen. Vielleicht haben Sie sich, wenn Sie dort durchgefahren sind, auch schon mal gefragt, was es mit dem Gob Käsezentrum eigentlich so auf sich hat und was dort passiert. Und weil uns das vom Gob-Studio auch interessiert hat, haben wir ein Filmteam dort angeschickt, zu schauen. Jedes Stück Käse, das Sie und ich in einem Gobladen kaufen, kommt im Prinzip aus dem Gob-Käsezentrum. Dort werden die verschiedensten Sorten aus der ganzen Schweiz nach dem Einkauf bei den Käsereien zuerst einmal ein paar Monate gelagert und gepflegt. Bei idealer Temperatur und Luftfeuchtigkeit warten da Tausende von Leib-Dillsitter, Appenzeller, Greyerzer oder Emmentaler auf den Tag, wo sie portioniert, verpackt und in ihre Gobladen transportiert werden. Auch Raclette-Käse, der in den verschiedenen regionalen Käsereien für Gob hergestellt wird, findet man im Gob-Käsezentrum. In grösseren oder kleineren Blöcken oder noch bequemer, schon vorgeschnitten in praktischen Portionen. Der Raclette-Käse von Gob heisst übrigens Racletto. Und jemand, der weiss, auf was es beim Raclette drauf ankommt, gibt uns jetzt noch ein paar Tipps zu diesem Thema. Ja, ich bin für mein Raclette wie dominant bekannt. Pro Person mit also ungefähr 200 Gramm Raclette vom Gob und 200 bis 250 Gramm Herdäpfel. Und dazu gibt es dann ein knuspriges Bürenbrot oder ein Baguette und natürlich Cornichon, Silberzwiebeln oder Mixed Pickles. Rinder vom Raclette ja nicht abschneiden. Die wird beim Schmelzen so richtig knusprig und sehr gewürzig. Der Käse nicht zu lange drin lassen, sonst entscheidet das Fett uns und das wäre wirklich schade für das hübsche Raclette. Und noch etwas. Gegen einen knackigen Salat als Vorspeise und einen Fruchtsalat oder frische Früchte zum Abschluss hat noch keiner von meinen Gästen opponiert. Den Raclette haben wir übrigens auch durch die Gob-Konsumentenjury testen. Und mit ganz wenigen Ausnahmen hat man dem Produkt attestiert, es sei sehr fein und würzig im Geschmack, schmelze gut und sei würzig bis sehr würzig. Wir verstehen sehr gut, dass es Konsumentinnen und Konsumenten gibt, die den Raclette gerne noch rassiger gehabt hätten. Die meisten Familien und auch Kinder haben ihn aber so am liebsten. Und man kann ihn ja noch nach Bedarf nachwürzen. Gut gewürzt ist heute sicher auch der Rezeptvorschlag aus der Studioküche. Ja, und zwar hat uns das Team vom Kochstudio für heute bei Zockeri ein typisches Rezept aus der Lombardei vorgeschlagen. Für einen Nudelteig halb Vollkornmehl, halb Weissmehl in einer Schüssel mit wenig Pfeffer und Muskat mischen. Dann ein Ei mit einem Dezi Milch verrühren, zum Mehl geben und alles zu einem festen Teig kneten. Wenn es soweit ist, die Schüssel mit einem feuchten Tuch zudecken und mindestens eine halbe Stunde ruhen. Nach Ablauf dieser Zeit der Teig auf wenig Mehl dünn auswallen. Aufrollen und 2 cm breite Nudeln abschneiden. Die werden auch noch mal mit wenig Mehl bestreut, bevor man sie ein bisschen antrocknen lässt. Unterdessen Rüebli, Sellerie, Lauch und Herdäpfel rüsten und schneiden, wie ich es hier schon vorbereitet habe. Dann alles in einer grossen Pfanne mit Salzwasser knapp gar kochen. Es darf ruhig noch ein bisschen Biss haben. Das geht ungefähr eine Viertelstunde. Dann das Gemüse abschöpfen, warm stellen und im gleichen Wasser die Nudeln al dente kochen. Wenn es soweit ist, die Nudeln und das Gemüse mischen, mit Grieben und Parmesan bestreuen und geschmolzenen Anken mit frischem oder getrocknetem Salbei übers Gericht geben. Wenn Sie die Spezialität aus der Lombardei selber mal auftischen möchten, können Sie das Rezept in der Coop-Zeitung dieser Woche nachlesen. Viel Vergnügen! Sicher ein Rezept, das auch bei verwöhnten Kostgängern gut ankommt. Wenn Sie jetzt aber weder Lust auf Raclette noch auf italienische Küche haben, dann wäre das da sicher eine Alternative. Der vollbiologische Galactinas Best Burger. In Würfel schneiden, in der Pfanne bröteln, mit der Champignonsauce vermischen, zusammen mit Teigwaren anrichten und der Familie ein vollwertiges Menü servieren. Galactinas Best Burger à la carte. Zahlreiche Produkte, die Sie gut brauchen können, sind diese Woche bei uns wieder zum Aktionspreis erhältlich. Hier eine kleine Auswahl. So kostet 4 Dosen Whiskas, zum Beispiel mit Boulet, nur 4,80. Techstar Denim Jeans für Kids und Juniors gibt es schon ab 18 Franken. Und ebenfalls 18 Franken das dazu passende Sweatshirt.
Und wenn Sie sich vor oder nach dem Posten wieder mal so richtig verwöhnen wollen, empfehle ich Ihnen einen Besuch in einem von unseren Coop-Restaurants. Dort gibt es unter anderem nämlich ein Rindsgeschnetzeltes Stroganoff Natura-Beef mit Spätzli für nur 12 Franken. Und da noch eine extra Meldung. Auch alle Jubilor Bohnenkaffee sind zum Aktionspreis erhältlich. Der Jubilor Classico im 250-Gramm-Beutel zum Beispiel kostet nur 23. Ja, und mit diesen Aktionsangeboten bin ich schon wieder fast am Schluss für heute. Ein Hinweis möchte ich aber doch noch schnell loswerden. Auf den Valentinstag haben unsere Blumenverkäufer einen hübschen Frühlingsstrauß zusammengestellt. Und das zu einem einmalig günstigen Preis, weil Freundschaft zwar kostbar ist, aber nicht unbedingt teuer muss sein. Das war es für heute. Danke fürs Interesse und auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.